Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux, Folge Nummer 3. Wir sind fast schon aus der... Wie hieß die Station, die, in der wir sind? Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Wir sind schon fast aus der Messestation raus. Wie gesagt, es ist halb blind. Ich kenne den generellen Ablauf der Story, aber die Kleinigkeit, Ich kenne eben nur noch den generellen Ablauf. Ich kenne die Details nicht mehr, deswegen bitte nicht spoilern. Sage ich einfach nur mal so. Deswegen weiß ich auch, dass wir dort die Messestation verlassen werden. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja, ich würde sagen, wir sind bereit. Bist du bereit? Dann los! So, ja, was sollen wir sonst tun? Ich meine, wir haben schon 30 Minuten in der Metro verbracht, hier in der Messestation. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen! Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Na, wenigstens muss er keine Menschenleben geben. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Naja. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Das ist er tatsächlich. Er ist nicht zurückgekommen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam mich die Angst und ich rannte davon. Langsamer geht's. Was ist los? Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und... ich mag ihn einfach nicht. Das heißt nichts Gutes. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Was denkst du? Ich hoffe es. Ich hätte Munition kaufen sollen. Scheiße. Unsere Lampe an. Verdammt tut mein Kopf weh. Dein Kopf tut weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Hachom. Klar, ich achte nach vorne. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris,
Boris! Boris! Was ist los? Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Was ist hier los? Mein Gott! Artyom! Was ist das? Ich hab keine Ahnung, das wüsste ich auch gern. Was ist hier los? Artyom! Hunter? Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jetzt! Was ist das? Hunter ist tot. Getötet von den Schwarzen. Wenn das die Schwarzen sind. Sieht seltsam menschlich aus. Was war das? Sind wir der Einzige, der noch am Leben ist? Zum Teufel, geht dir vor! Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Ach du Kacke! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Helm! Na, fuck. Keine Muni mehr, super. Ach du Scheiße. Artyom, nimm meine Schrotflinte! Du Arsch, hast mich taub gemacht. Aber danke. Ach, fuck, wir haben einen verloren. Hängt da einer bei uns dran? Wie ist die runter hier? Rette mich! Artyom, rett! Spart dir die Moon! Artyom, spart dir die Moon! Ich glaube, wir sollten lieber rennen. Rennen. Lebt! Komm hierher! Schnell! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lass uns ihn in den Marsch blasen! Ich bin doch schon da, aber danke für die Sorge. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Und ich brauche Munition. Auszutrinken wäre auch nicht schlecht. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Kapitel 2. Bourbon. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Artyom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft.
Auf, Achom. Auf dich! Auf uns! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Hallo. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Boah, auf dich! Achom, auf dich! Auf uns! Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilz wohl keinen umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Ja, auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Auf uns, ja genau, auf uns. Der Wodka haut rein. Mich? Was? Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumgezeigt. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Wenn du mit dem Trinken fertig bist, kannst du dir ja die Station ansehen. Keine Wirkung ich machen. Daher schoss er auf die Viecher. Danke, Mann, ich weiß wegen nicht, dir Mann, kann wie ich jetzt eine Menge Grünsperre geschafft habe. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Atjom! So würde ich öfter hören. Ich trinke ebenfalls auf so einen netten Kerl. Finde ich super. Ich nehme mir mal die Munition, Boris. 75, geil, wir haben 108. Na? Bartmann? Langeweile macht die Leute durstig. Ja, jetzt haben sie einen guten guten Grund zum Trinken. Wir haben die Reise überlebt. Ah, Riga. Wir haben bei der Messestation einen Eintrag versäumt. Riga. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen. Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas auch noch nicht nochmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. So, wo war denn jetzt die Frau, die unbedingt einen neuen BH brauchen kann? Die hat uns so nett zugewunken. Die hat nicht aufgegessen. Welche, was für ein Mensch isst nicht auf? Kann ich die Shotgun ausbauen? Lass mich das nächste Mal den Helden spielen. Ja, dann trinken wir auf dich. Ja, auf dich. Ey, Baby! Auf dich! Wie kannst du so eine Frau abkriegen? Ganz ehrlich, ich will auch so eine. Gib mir. Kannst du mal zur Seite gehen? Ich muss mich hier hinsetzen und ein bisschen. Hey, ich bin Held. Ja, ich bin Held. Und wir brauchen Kinder. So. Die mussten die Station wegen der Banditen abriegeln, Freund. Ach, wir dürfen gar nicht raus. Ah, verdammt. Ja, dann haben wir ein neues Problem. Also, jetzt haben wir zwei Probleme. Erstens, drei Probleme. Erstens, wie kriegen wir diesen Menschen... Auf dich! Naja, auf uns. Wie kriegen wir diesen Mann von dem Stuhl runter, damit wir mit der Frau reden können? Zweitens, wo ist die Frau hin, die uns zugewunken hat? Die braucht nämlich... Wahrscheinlich. Ich dachte, ich bin auf... Oh, was hier ist? Die hat was vergessen. Die braucht nämlich unbedingt einen neuen BH. Das müssen wir ja noch sagen. Und drittens, wie kommen wir von der Station weg, wenn die abgeriegelt ist? Hallo? Hier ist ein Messer, kann ich das mitnehmen? Nee, okay. Hey Barmann, du kennst doch bestimmt irgendwelche Geschichten, oder? Nee, okay. Du vielleicht. Hey, ich bin Held. Oh, Boni. Oh. Machen wir es nochmal. Das ist klar. Dieses Lied kann ich mich erinnern. Finde ich super. Ich hab gespielt. Bewegung! Der Tunnel zum Markt. Ich hab meine Rechte! Lasst mich aus der Station raus!
Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Dürfen wir vielleicht raus, bitte? Nee, sieht nicht so aus, ne? Hallo, 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 hallo. Nee, okay. Okay. Oh, eine Waffenkammer. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Die wollen immer nur unser Menschenleben. Eintauschen, gegen was denn? Ja, Waffen, die wir schon haben, klar. Sowas macht man ja auch. Verschiedenes Kolben in Griff. Der Kolben und Griff der Pistole werden eingebaut. Nee, Schalldämpfer ist eigentlich ganz nützlich. Anpassen. Oh, guck mal, die Waffe hat sogar schon einen Kolben dran. Okay. Schalldämpfer für eine Schrotflintenfängerlauf. Okay. Aha. Und was ist eine Nahkampfwaffe für eine Fernkampfwaffe oder wie? Ein Reflexvisier, was haben wir hier? Ein Schalldämpfer und wir haben einen Kühlkörper oder einen Kolben. Vor allem bei der. Ah, macht den Rückstoß. Verringert den Rückstoß. Ich behalte die Munition mal ein bisschen. Wie Sie wollen. Hi. Ja, wie ich will. Hi. Sekundär, was können wir hier kaufen? Wir können Handgranaten kaufen. Diese okay, bis 15, okay. Diese provisorische Granate ist im Wesentlichen ein Stahlrohr, das mit Sprengstoff gefüllt ist. Sie kann jedoch sehr tödlich sein, wenn sie nahe genug an ihrem Ziel detoniert. So wie ein bestimmtes Rohr am Körper eines Mannes. Witzig. Und Wurfmesser, die perfekte Nahkampfwaffe, wenn es leise sein muss. Wurfmesser werden von vielen Waffenschmieden im Metro aus Federstahl kalt geschmiedet. Aha. Ich habe keine Ahnung mehr, was Kaltschmieden heißt. Ich wusste mal, weil ich mal eine Schmiede besucht habe. Ich habe aber keine Ahnung mehr. Okay, was haben wir hier noch? Erste Hilfe. Wir... Ein Heilmittel für alles. Was sind das eigentlich? Nützlich. Was sind das eigentlich? Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Nehmen Sie sich ein paar. Alter, das klingt wie... Das klingt wie jemand, der einem Heroin drehen will, andrehen will. Das ist Heroin! Oder LSD, irgendwas, das man sich spritzen muss. Das Standard-Medipack der Armee beinhaltet Schmerzmittel und Gegenmaßnahmen für Massenvernichtungswaffen ist. In der Metro ist es sehr begehrt. Und Gegenmaßnahmen für Massenvernichtungswaffen. Was? Wahrscheinlich sowas wie Red Array in Fallout, also einfach gegen was gegen die Strahlung. Und hier ist die. Verkauf und Ankauf! Ja, Munitionsausgabe. Okay. Wir brauchen Munition. 10 Stück können kaufen. Ich kaufe mal ein Ding. Okay, ein Magazin ist das für 10. Brauchen wir nochmal eins. Auch hier nochmal eins und da brauchen wir nichts. Guter Deal. Ja, guter Deal, bla bla bla. Du kriegst nichts von uns. Hallo? Bewegung! Ja, gut, ich muss ja nicht so unfreundlich sein. Die Bettler, die kriegen Geld von mir. Ich bin ja kein Unmensch. Nee. Ah, natürlich, ein Metro 2033 Buch, klar. Verschlossen. Was zur Hölle läuft mir... Da war eine Ratte im Schrank. Was macht die Ratte im Schrank? Das... Weiß wohl nur die Ratte. Okay, Schuhe. Mit Schuhen können wir nichts anfangen. Ein Schießstand. Schießstand. Er braucht wieder keine Munition. Schießen wir mal die Flaschen weg. Ich wette, er trifft gar nichts. Um welchen Einsatz? Ein halber Liter. In Ordnung, abgemacht. Das ist ja ein Ding. Er hat getroffen. Ha, jeder hat mal Glück. Lass ihn erst noch einmal treffen. Hey,
Was soll das denn? Schon wieder getroffen. Verdammt. Wow, jetzt wird es interessant. Du musst aufsitzen. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Den nächsten setzt er daneben. Halt den Mondschein bereit. Ist heute einfach nicht mein Tag. Guter Schuss. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Finde ich lustig. Los da. Die letzte noch. Und da ist noch eine. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Guter und Schuss. Wieder. Und. Oh, da ist noch eine Flasche. Weg. Ist hier sonst noch irgendwas, das wir treffen können? Ich habe alles abgeräumt, hier gibt's nichts mehr. Kann den Kopf treffen? Ratte! Ein lausiger Schuss! Nee, dir zeige ich's, pass auf! Die sind gar nicht so lausig. Also, bevor wir weggehen, halte ich immer noch kurz nach. Ich glaube, damit können wir uns Munition sparen. Oder wird gespeichert, wie viel Munition wir haben, wenn wir. Es wird gespeichert, wie viel Munition wir in der Waffe hatten. Okay. Ich suche gerade, ob hier noch irgendwo was ist, weil die Typen, die. Los da! Hier ist so gar nichts mehr, was ich abschießen kann. Ich will da rein, ehrlich. Gut. Dann gucken wir uns weiter um. Wir sind zwar schon bei der 22. Minute, aber wie gesagt, wir sind wieder auf einer Station. So wird das immer ablaufen. Es gibt immer Action-Sequenzen, die werden immer länger, umso weiter das Spiel fortschreitet. Und es gibt zwischen den Action-Sequenzen immer mal wieder so kleine Stationen, in die man geht, die einfach eine kleine Pause sein sollen. Und diese Folgen werden wahrscheinlich ein bisschen länger werden, weil wir uns da einfach irgendwo umsehen. Du siehst nicht besonders freundlich. Ja? Sei hier vorsichtig. Ah ja, wieso denn? Da ist nichts drin, schade. Es lohnt sich immer, sich hier ein bisschen umzusehen, wenn man irgendwas findet. Na? Mensch? Wie geht's? Ja, mir geht's ähnlich. Na du, hier war ja gerade Munition, oder? Ah, da ist sogar was, siehst du? Tada! Man findet hier immer irgendwo was. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge, bettle woanders. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Halte dich von den Bettlern fern. Halte dich von den Bettlern fern. Ich weiß, bla bla. Das sagst du doch nur, weil du zu geistig bist. Wieso bist du eigentlich ein Bettler? Ich glaube, ich dreh durch. Eine Patrone. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. Na, Junge? Ich versuche, meine Schwester zu ernähren. Geben Sie mir bitte eine Patrone. Na gut. Danke. Du kriegst auch eine. Oh mein Gott. Mann, siehst du scheiße aus. Danke. Wir sind hier der barmherzige Samariter. Geht's nicht lang? Geht's nicht lang? Du brauchst noch eine Patrone. Essen. Ich habe seit Tagen nicht gegessen. Wieso? Egal. Vielen Dank.
Vielen Dank. Oh, ein Tagebucheintrag. Eintrag 2. Rischskaja. Zu Hause an der Messe hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Rischskaja. Ständig hatten sie Probleme. Seien es ihre Schweine, die sich in irgendein Getier eingefangen hatten. Oder Lecks in den Tunneldecken. Oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt, denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben. Und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihren friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Wir sollten uns beeilen, ich werde mich aber nicht beeilen. Ich werde mir schön Zeit nehmen. Na? Wir dürfen nicht gehen, ne? Ich muss nach Polis. Ich muss zur Polis-Station. Ich habe keine Zeit, hier rumzulungern. Ich muss Miller warnen und so. Gehen wir doch mal hier hoch zur Bar, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Was ist denn das für ein Bild? Ist das, da geht's zum Lollipop? Hm? Hallo, Boris! Boah, Alter, hat der ein Grinsen drauf! Weißt du, Artyom? Ich kenne dich schon, seit wir Kinder sind. Aber das hätte ich nicht erwartet. Weißt du, dass ich ein Held bin? Das liegt mir im Blut. Boris. Du hast so ein übelst geiles Grinsen. Alter. Guck dir das an. Jetzt steht sein Bart in Flammen. Ich glaube, Boris ist etwas angetrunken. Strahle mal, strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Alter! Finde ich super, allein dafür hat es sich gelohnt, hier hochzugehen. Habt ihr hier irgendwo Munition? Irgendwo Mun? Oh, tut mir leid. Das ist der Wodka. Der hochgekommen ist. Irgendwo Munition? Irgendwo? Keine Mun mehr, ne? Schade, und ich werde hier auch nicht als Held gefeiert. So ein Scheiß. Hallo, der Held kriegt immer alle. Oh, Mun. Der Held kriegt immer alle Frauen. Wo sind denn die Frauen? Du schon wieder. Du wurdest doch gerade eben abgewiesen. Wieso kommst du denn wieder? Verpiss dich. Sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Na gut. Danke, gehen wir. Ich sehe mich trotzdem weiter um. Er hat gesagt, er führt uns, aber ganz ehrlich, ist hey, bloß... gehen wir! Ja, gleich, meine Güte. Also, was bist du denn für einer? Ich glaube, ich... Du bist blind. Folgen Sie mir! Na gut, hier. Danke. Haben wir schon genug gegeben, ne? Also noch nicht genug gegeben. Wo sind Sie? Na hier. Komm gleich. Hier irgendwas zu erzählen hier oder so? Hey, gehen wir! Abgeschlossen. Schlossen. Folgen Sie mir. Ja. Verschlossen. Wo sind Sie? Jetzt halt doch endlich mal die Klappe. Ich hätte die Patrone nicht geben sollen, er sehe dich. Oh, Munition. Bisschen Kleptomane sein. Hey, kann ja nicht schaden, das kennt man ja schon. Einfach alles aufsammeln, was rumliegt. Ich meine, das juckt uns nicht. Wir müssen die Welt retten. Folgen Sie mir. Also eigentlich nicht, wir müssen einfach nur zur Polizeistation, um Miller zu warnen. So indirekt vielleicht die Welt retten. Ja, ist gut, ich komme ja schon. Dann mach dich nicht so, also auf zu nerven, Junge. Hey, gehen wir! Ja, ist gut. Ich könnte jetzt eigentlich aus Prinzip nicht mit, aber ganz ehrlich, ich habe dem Jungen seine Munition, ich habe dem Jungen eine Patrone gegeben, die will ich, dann will ich auch, dass die sich auszahlt. Jetzt warte doch mal, ich bin kein D-Zug. Folgen Sie mir! Oh mein Gott!
Danke. Also sowieso nicht unsere Munition, die wir ihm geben. Die haben wir einfach aufgenommen. Hast du vielleicht Munition unter deinem Kopfkissen? Ah, da hinten läuft, okay. Ich hab mich gerade gewundert, wo ist er hin? Wo sind sie? Ich bin direkt hier, du bist doch blöd, ey. Wie gesagt, die Folgen werden länger, wo wir in der Station sind, weil wir uns einfach umsehen. Möchte das Spiel nicht unnötig mehrere Parts raushauen. Dann wären die Folgen in der Station einfach ein bisschen länger. Wo sind sie? Ich bin direkt hinter dir. Ich gehe jetzt aber hier lang aus Prinzip. Hey, gehen! Ich suche immer noch nach der Frau, der wir sagen müssen, dass ihr BH falsch ist. Folgen Sie mir! Wenn nicht durch, da ist auch kein Netz. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Wo sind Sie? Was machen die denn da unten? Essen zubereiten, Essen lagern, keine Ahnung, was sie da machen. Hey, gehen Sie! Folgen Sie mir! Das war ich nicht. Wo sind Sie? Ich kann ja nicht riechen, dass der Schalter hier ist, den Strom anmacht. Ich mach sowas ja öfter mal. Also einfach den Strom anschalten. Hallo? Ich glaube, das ist durchgebrannt. Was ist das für eine Zeichnung? Ich komme mir jetzt seltsam vor. Wo sind Sie? Hallo, ich bin hier, du dummer Junge. Du brauchst nicht die ganze Zeit rufen. Ich renn schon nicht weg. Ich will ja mein Geld. Hey, ich, nicht umsonst ausgegeben haben. Folgen Sie mir! Wo sind Sie? Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Mund. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen! Weißt du, wenn du dich umsehen würdest, anstatt hier rumzurennen und die ganze Zeit rumschreien würdest, wo sind sie, wo sind sie? Dann würdest du eventuell auch Munition finden. Dann bräuchtest du nicht Leute anquatschen, um sie rumzuführen. Man, hier liegt überall Munition. Einfach mitnehmen. Siehst es, du nimmst es. Komm doch her, gar du bist Artyom, richtig? Setz dich. Nein, noch nicht. Was kochst du denn hier, Gutes? Hallo, Großmama, was kochst du hier? Ihr redet nicht mit mir, so böse. Unverschämt. Was zu unverschämt? Oh, ein Tagebucheintrag. Eintrag 3. Wir haben in der Metro ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter, aber ansonsten kann man sich auch auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Das ist lustig, weil da eine Westentasche liegt. Nee, Moment, die Westentasche ist die. Ist eine Jackentasche. Da liegt auf jeden Fall eine Tasche. Das ist lustig. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt und er kauft es ihm ab. Ich selber glaube ja nicht daran, aber er schon? Naja, bringt nichts, darüber zu grübeln. Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einen dunklen Tunnel zu schleifen. Komm her, du bist Artyom, richtig? Setz dich. Hey, mit einem Fremden zu gehen, ist immer noch besser, als alleine zu gehen. So, unser Feuerzeug sagt... Mann, macht den Wind, der Kerl. Okay, setzen wir uns mal hin. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Mhm. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Das klingt super. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Mach es kurz. Okay, ich glaube, wir rüsten uns mal aus.
Wie ist es denn? 15, da habe ich ja in der ganzen Station schon mehr gesammelt. Geiziger Kerl. Wo ist denn jetzt? Entschuldigung, hey, Baby, gefällt dir, was du siehst? Nein, deine Brüste wackeln so sehr, als ob du gar kein BH anhättest, Baby. Geh mal zu dir. Außerdem sollen wir uns eine schöne Zeit machen. Sonderpreis für dich. Eine Kugel. Ist das eine Pistole in deiner Hosentasche? Oder freust du dich so, mich zu sehen? Ich soll dir eine Kugel geben? Was? Nicht genug Blei in deiner Pistole? Das schon, ich habe sogar mehr Blei als du Komm willst. Komm her, Baby. Viel ich habe das frischeste Fleisch auf dem ganzen Markt. Jetzt halt doch einmal die Klappe, das ist ja schlimm. Du, ich habe viel Worauf mehr... Worauf wartest du noch, Süßer? Oh, viel mehr Was? Blei. Nicht genug Blei in deiner Pistole? Als du verlangst, weil das kommt mir ein bisschen... Worauf wartest du noch, Süßer? Eine Patrone? Für Sex? Ich meine, hier... Nimm dir einen Schuss und ich zeige dir, was dir fehlt. Ja eben, nur ein Schuss, weißt du? Komm her, Baby. Ich habe das frischeste Fleisch auf dem ganzen Markt. Vergiss es. Du willst mich doch verarschen. Nicht genug Blei in deiner Pistole? Außerdem habe ich eine Regel. Schlaf Worauf nicht mit Prostituierten. Vor allem nicht mit Billigen. Nicht mit Billigen, nee. Gib mir einen Schuss. Ich meine, ich würde da schon ganz gerne ein bisschen reinstechen. Du verstehst, was ich meine, aber hallo. Erstens hat die einen bescheuerten Kleidungsstil. Her, zweitens ist der BH viel zu... Fleisch auf dem ganzen Markt. Die hat keine Klasse, die Frau. Worauf wartest du noch, Ich erwarte auch nichts. Die ist viel zu billig. Die will uns verarschen. Vergiss es, die können ja genau... Da könnte sie sich an den Straßenrand setzen und betteln. Da würde sie mehr bekommen, aber so, ich meine, hallo, die verlangt genauso viel wie das blöde Kind, das uns rumführt und die Bettler, die am Straßenrand sitzen. Ich hätte schon erwartet, dass die irgendwie 20, 30 verlangt. Aber eine, die will uns doch verarschen. Ich lass mich doch nicht verarschen von so einer blöden Kuh. Verpiss dich, Hure. Niemand mag dich. Ich geh jetzt weg. Und das war, wie Artyom zur ewigen Jungfrau wurde. Er hat die einzige Chance verpasst, die ihm geboten wurde. Waffendings ist unten, genau. Hallo! Ich würde gerne meine Waffe anpassen, oder und zwar würde ich da ganz gerne meinen Schalldämpfer drin bauen. Für 30 Munition, ja. Und da würde ich ganz gerne ein... Wie das Hobbling des Bastards seine Neigung zu überhitzen. Die abzugraden halte ich jetzt für Quatsch, weil das ist eine Maschine, ist ein Maschinengewehr. Und wenn wir Bourbon begleiten, kriegen wir seine AK. Das heißt, ich nehme das nicht mit. Auch die. Das können wir eigentlich eintauschen. Naja, klar. Quatsch. Auch die anpassen halte ich für Schwachsinn. Es sei denn, wir hauen da einen verlängerten Lauf drauf, damit wir mehr Reichweite haben damit. Aber auch das mache ich nicht. Okay. Ja? Und du, was hast du? Du Patronentausch, der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ja, ich will mich auch wie Sie Du mich auch. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit für Bourbon. Also sowohl für das Getränk als auch für den Mann. Ich frage mich gerade, wieso uns das Kind so bescheuert gefühlt hat. Hier geht's doch auch lang. Das Schlimmste, was ich je so stehen musste, war die Sevastopolskaya. Wir haben gar nicht überall geklopft. Plötzlich überkam ich die Angst und ich rannte davon. Angst? Wovor? Ich kann es nicht erklären. Und die Leute, mit denen ich da war, auch nicht. Sie glaubten nicht an Gott. Also hat Gott sie nicht von dieser verfluchten Station zurückgeführt. Sie stolperten. Aber ich hatte zu viel Angst, um zurückzugehen und ihnen zu helfen. Als es plötzlich still wurde, blieb ich stehen, um auf sie zu warten. Und dann kam aus der Dunkelheit etwas auf mich zugeflogen. Es war ein abgerissener Arm. Edgars Arm. Ich konnte seine Tätowierung erkennen. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Alles nur wegen meiner Feigheit. Ich habe Angst, Kostja. Ich habe genug davon gehört.
Sowas sollte man nicht beim Abendessen erzählen. Gehen wir mal zurück zu Bourbon. Der hat die Feier verpasst übrigens. Da ist die billige Tunte. Nicht Tunte, Tante. Würde ich mich nicht wundern, wenn es eine Tunte ist, so billig wie die ist. Ich trau der Sache kein bisschen. Huren, die so billig sind, sind entweder, haben erstens überall Geschlechtskrankheiten, haben entweder überall Geschlechtskrankheiten oder sie wollen einen verarschen. So, wir sind bereit. Bist du bereit? Jawohl, wir sind bereit. Aber vorher beende ich die Folge noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!